Jetzt musst du zusammenrechnen. Dann gibst du dem Händler einen Dollar. Wie viel muss er dir zurückgeben? 23 Cent, Mr. Kendall. Richtig. Überzeuge dich, dass es auch 23 Cent sind. Mr. Kendall? Ah, guten Morgen, Mr. Carlin. Verzeihen Sie, aber ein Kalb ist krank geworden. Kein Problem. Guten Morgen, Tom. Morgen. Setz dich hin. In den 4 Wochen, die Tom jetzt hier ist, hat er keinerlei Bereitschaft gezeigt zu lernen und ich scheine einfach nicht zu ihm durchzudringen. Vielleicht können Sie mir dabei helfen. Wie soll ich denn da helfen? Halten Sie ihn zum Lernen an. Ermutigen Sie ihn zu den Hausaufgaben. Es ist klar, dass er jetzt zu Hause nichts tut. Ich bin mir ganz sicher, dass er ausgezeichnete Fortschritte machen könnte. Wofür Fortschritte? Wenn Sie mich fragen, ist das reine Zeitverschwendung. Und zwar für uns alle. Hör zu, Tom. Wenn du dir nicht endlich Mühe gibst, ist es völlig sinnlos, weiter zur Schule zu gehen. Du verschwendest nicht nur deine Zeit und die von deinem Paar, sondern auch meine und die der anderen Schüler. Wenn du dich bloß benehmen würdest wie ein... Sagen Sie ja nicht, ich wäre ein normaler Mensch. Wenn ich wirklich ein normaler Mensch wäre, wieso kann ich nicht mit den anderen spielen? Weil du dich weigerst, es zu versuchen. Ich will arbeiten, Mr. Kendall. Ich will tun, was andere Menschen tun. Ich kann es nur nicht. Er hat heute die Schule aufgegeben. Aha. Und er kommt nicht wieder? Nein. Er will nicht. Sein Vater will nicht. Was mir Sorgen macht, ist, was aus ihm wird, wenn sein Vater nicht mehr bei ihm ist. Ich habe über den Jungen alles gehört, was es zu hören gab. Wissen Sie, ich verstehe Ihre Gefühle, Mr. Carlin. Als ich nämlich blind wurde, hat mich mein Vater genauso behandelt wie Sie jetzt, Tom. Als wäre er sowas wie ein Krüppel. Als hätte er eine Sünde begangen, die man ihm nicht vergeben kann, bloß weil er es wagte, sein Augenlicht zu verlieren. Ich hole ihn. Weißt du, ich habe mir überlegt, wir könnten auf dem Nordfeld neu ansehen.